Hallo, ich bin Matthias Magdowski, ich bin euer Dozent für den Mathematikvorkurs Fit für die Elektro- und Medizintechnik. In diesem Video möchte ich euch nochmal die wichtigsten Informationen zum Kurs mitgeben. Dafür habe ich mir hier ein paar Requisiten als visuellen Stichpunktzettel hingelegt, damit ich nichts vergesse. Das erste Requisit ist ein Spiegel. Was soll der Spiegel symbolisieren? Normale Kurse und Schulfächer bei euch finden ja vielleicht so statt, dass man sich trifft und dann die Lehrperson, die Lehrerin das Wissen vermittelt und dann gibt es vielleicht ein Beispiel und die eigentliche Anwendung und Vertiefung mit Übungen, mit Aufgaben, die findet dann als Hausaufgabe statt, wo man dann leider irgendwie niemanden mehr hat, den man fragen kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und deswegen drehen wir das um. Bei uns findet die Wissensvermittlung mit Videos statt. Es gibt ein Lückentext-Skript, das könnt ihr euch runterladen. Und da gibt es ganz viele Links zu Videos drin, die ihr euch anschauen könnt, in denen alles erklärt wird, was wir im Kurs machen. Das heißt, ihr könnt euch die Videos wann und wo und in beliebiger Geschwindigkeit anschauen. Wenn ihr sagt, oh, das kenne ich schon, das Thema, könnt ihr das Video natürlich auch weglassen. Und dann treffen wir uns hauptsächlich, um dieses Wissen anzuwenden und zu vertiefen, Beispiele dafür zu diskutieren, Aufgaben zu rechnen und zu besprechen und so weiter und so fort. Und das Ganze nennt sich halt Flipped Classroom oder Inverted Classroom oder ist irgendwie so ein gespiegeltes Prinzip, das soll dieser Spiegel symbolisieren. Das zweite Requisit, was ich hier habe, ist eine Uhr. Die Uhr soll mich daran erinnern, dass ich nochmal kurz den Zeitplan erkläre. Also dieser Kurs geht über eine Woche. Wir werden uns jeden Tag um 10 treffen zu einem Online-Plenum. Da wird es hauptsächlich Quizze geben und Interaktionen, womit ich testen möchte, wie viel denn von dem Wissen bei euch schon angekommen ist und wo es sich vielleicht lohnt, das nochmal ein bisschen detaillierter zu besprechen. Das machen wir halt online, das geht so bis um 11. Um 11 ist dann Zeit für eine Mittagspause bis um 12 oder bis 12.15 Uhr, das akademische Viertel mit eingerechnet. Und um 12.15 Uhr treffen wir uns dann zu Übungen. Es wird sozusagen 4 Übungsgruppen geben mit 4 studentischen TutorInnen, die mich unterstützen. Und diese Übungen werden entweder, oder es wird Übungen geben, die in Präsenz stattfinden an der Uni. Und es wird auch einen Übungstermin vermutlich geben, der halt rein online stattfindet. Falls sich genügend Leute finden, die sagen, oh, nee, ich kann irgendwie nicht an die Uni kommen, weil ich bin noch gar nicht in Magdeburg oder aus diesem und jenem Grund kann ich nicht in Präsenz teilnehmen, dann wird sicherlich auch die Möglichkeit zu einer reinen Online-Übung geben. So, und in diesen Übungen besprechen wir dann die Themen, auf die ich gleich noch eingehe. Und es wird zuerst eine Handrechenübung geben, wo ihr Aufgaben halt, so wie man das so macht und kennt, mit Zettel und Stift durchrechnet. So üblicher Übungszeitraum, so 90 Minuten, dann wird es eine Pause geben und dann gibt es im Anschluss danach zu ähnlichen Aufgaben noch eine Computerübung, weil natürlich im normalen Berufsleben kein Ingenieur, keine Ingenieurin sich hinsetzt und sagt, oh ja, dieses tolle, herausfordernde Problem, das löse ich jetzt mal schön mit Zettel und Stift, sondern die meisten nehmen natürlich einen Computer und irgendeine Software, irgendein Rechenwerkzeug. Und genau das wollen wir in dem Mathematik-Vorkurs auch schon zeigen und vermitteln. Deshalb bringt bitte euren Laptop mit oder bringt ein Tablet-PC mit oder zumindest ein Smartphone, auf dem wir dann eben die entsprechende Software nutzen können. So, und diese Übungen, also diese Computerübung geht dann eben nochmal ungefähr 90 Minuten, so dass wir spätestens bis 16 Uhr an jedem Tag mit allem durch sein sollten. So, was für Themen werden in dem Kurs behandelt? Auch dafür habe ich ein paar Requisiten, nämlich erstmal ein Glas und eine Original-Ofgu-Vorwärtsmacher in Wasserflasche. Und wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen eingieße mit Schwung und wir auf den Wasserstrahl schauen, dann sieht man da eine Parabel, eine Funktion, ja, wie sich die Y-Koordinate in Abhängigkeit der X-Koordinate verändert. Und genau um sowas wird es am ersten Tag gehen, Zahlen und Funktionen. Das werden wir besprechen, um so ein bisschen den Einstieg zu finden. Für den zweiten Tag brauche ich mal ein leeres Glas. Am zweiten Tag geht es um Differentialrechnung. Und wenn ich das Glas mal mit einem Löffel anhaue, dann hört man einen Ton. Und dieser Ton lässt sich beschreiben durch eine exponentiell gedämpfte Sinusschwingung. Warum das eine exponentiell gedämpfte Sinusschwingung ist, das werden wir hoffentlich am Ende des zweiten Tages herausgefunden haben, weil dafür müsste man die Differentialgleichung lösen, die dieses System beschreibt. Dafür braucht man eine Differentialrechnung. Für den dritten Tag, am dritten Tag geht es um Integralrechnung. Auch eine Anwendung der Integralrechnung kann man an diesem Glas besprechen. Dieses Glas hier
Nicht nur, dass es ein bisschen schmutzig ist. Es ist ja nicht so rein zylinderförmig, sondern es ist so ein bisschen bauchig. Ja, und wenn man jetzt wirklich genau wissen will, ausrechnen will, wie viel Wasser oder anderes Getränk in dieses Glas reinpasst, dann könnte man zum Beispiel eben wieder mit einer Funktion versuchen, diese Krümmung hier nachzubilden. Und dann hilft einem die Integralrechnung eben auszurechnen, wie viel Fläche in diesem Schnitt hier drin stecken würde, wenn ich das Glas in der Mitte durchsäge, oder eben wie viel Volumen in diesem Glas drin steckt. Das ist der dritte Tag Integralrechnung. Am vierten Tag geht es um Vektorrechnung. Und ja, Vektorrechnung kann man auch an diesem Glas demonstrieren. Auf das Glas wirkt ja die Erdanziehungskraft, die das Glas nach unten zieht. Und wenn ich das jetzt fallen lasse, dann ging es glücklicherweise nicht kaputt, weil es weich gelandet ist. Aber ja, also diese Kraft, die auf das Glas wirkt, die Beschleunigung, die das Glas dann erfährt, die Geschwindigkeit, die das Glas aufnimmt, das sind alles vektorielle Größen. Auch die Felder, mit denen wir uns in der Elektrotechnik beschäftigen, sind vektorielle Größen. Dafür brauchen wir, müssen wir wissen, was Vektoren sind. Das besprechen wir am vierten Tag. Und am fünften Tag geht es um die Matrizenrechnung. Und um Matrizenrechnung zu demonstrieren, brauche ich einfach ein paar mehr Gläser, weil eine Matrix ist eigentlich nichts anderes als irgendwie so eine zweidimensionale, im einfachsten Fall, Anordnung von irgendwelchen mathematischen Objekten, in meinem Fall jetzt hier halt Gläsern. Und dann können wir sagen, das Glas in der ersten Zeile und zweiten Spalte, dieses hier, das ist schon gefüllt. Da ist sozusagen eine 1 drin oder irgendein Wert, und in den anderen Elementen dieser Matrix, in den anderen Gläsern, ist noch nichts drin. Die haben sozusagen den Wert 0. Ja, und also immer wenn man mehrere Zahlen, Funktionen, irgendwie Elemente hat, die mathematisch irgendeinen Sinn machen, dann ist Matrizenrechnung ein tolles Ding, ein tolles Werkzeug, was wir dann eben hauptsächlich dafür nutzen werden, Gleichungssysteme zu lösen. So, und worum es in diesem Mathematikvorkurs neben all den mathematischen Inhalten natürlich auch geht, ist, dass ihr euch schon vor dem Semester gegenseitig kennenlernt, ein paar Kontakte knüpft, Lerngruppen bildet, euch austauscht, die Uni schon mal von innen seht und ja, eben schon mal möglichst viele Kontakte knüpft, weil zusammen lernt es sich eindeutig viel, viel, viel besser als allein. Und ja, dafür wird es hoffentlich in diesem Mathematikvorkurs trotz der ganzen Hygienebedingungen und Pandemieeinschränkungen genügend Möglichkeiten geben. Vielleicht werden wir auch noch irgendwie ein kleines Get-Together für sozusagen alle Übungsgruppen draußen zum Ende des Kurses organisieren. In diesem Sinne, auch wenn es nur Wasser ist, sage ich schon mal zum Wohl und bis dann im Mathematikvorkurs.